Mein Name ist Uwe Krechel. Ich bin Rechtsanwalt, Strafverteidiger und Spezialist für Kapitalverbrechen, für Morde und Totschläge. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Spurensuche in das Grauen, in die Finsternis menschlichen Denkens und Handelns. Ich berichte Ihnen heute von einem der grauenvollsten, barbarischsten und mitleidlosesten Verbrechen, dem Mord an der 14-jährigen Schülerin Hannah. '28. 08. 2007 in Königswinter bei Bonn. Die 14-jährige Schülerin Hannah W. wird auf ihrem Heimweg entführt. Stundenlang gefangen gehalten. In einem Bus vergewaltigt. Und dann bestialisch niedergestochen. Mit einem Großaufgebot jagt die Polizei Hannahs Mörder. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist riesig. Ins Visier der Ermittler gerät der homosexuelle Zdeněk H. Hat er das Mädchen vergewaltigt und getötet? Die Realschülerin verblutete an einer Vielzahl von Messerstichen. Damit scheint die Jagd nach dem Täter wohl 2 Wochen nach der Tat beendet zu sein. Durch die Medien erfährt Uwe Krechel vom grausamen Mord an der 14-jährigen Hannah. Kurze Zeit später wird er vom zuständigen Richter in Bonn gefragt, ob er den Fall übernimmt. Der Vorsitzende hat gehört, dass sich wohl viele Anwälte um dieses Mandat bemüht hatten. Und der Vorsitzende war fürsorglich genug für die Angehörigen zu sagen, nee, das soll mal besser, wenn der keinen ausdrücklichen anderen Anwaltswunsch erklärt, der Angeklagte in die Hand von einem erfahrenen, ausgeglichenen, ruhigen Mann geben, der das jetzt nicht benutzt, wie offensichtlich die, die da mit vermeintlichem Auftrag angerufen hatten, um sich da jetzt selbst in Szene zu setzen. Uwe Krechel nimmt den Fall an. Er besucht den Täter Zdeněk H. in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach. Sein Mandant ist ein stiller, junger Mann. Auf den Anwalt wirkt der 25-jährige Tscheche fast teilnahmslos. Er hat die Tat in allen Einzelheiten gestanden. Also der Mann hat im ersten Gespräch, wie auch in allen weiteren Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, zunächst einmal sonderbar steif auf seinem Stuhl gesessen, wie eine schlecht drapierte Puppe. Wie so ein Schüler, der schon alleine so übereifrig um die Zustimmung seines Lehrers sucht, gegebenenfalls, und dann diese ja schon fast militärische Grundstellung annimmt. Der Mann konnte Deutsch, aber nicht besonders gut Deutsch, aber genügend, um mit ihm zu korrespondieren. Zdeněk H. ist unkooperativ, redet mit seinem Anwalt nur das Nötigste. Das waren die schleppendsten Gespräche, die ich erlebt habe. Aber das schleppend möchte ich bitte mit 5P in der Mitte geschrieben wissen. Dem musste man wirklich jeden Wurm aus der Nase ziehen. Der war wirklich einer der wortkargesten, die mir in all den Jahren vorgekommen sind. Doch eines hat er Uwe Krechel anvertraut. Zdeněk H. ist homosexuell. Für den Verteidiger stellt sich die entscheidende Frage. Warum vergewaltigt und tötet ein schwuler Mann ein 14-jähriges Mädchen? Natürlich hat mich das gewundert, aber ich kannte keinen homosexuellen Mann, Mitte 20, der jetzt plötzlich umgekehrt konvertierte zu dem, in Anführungsstrichen, was normal ist, nämlich Heterosexualität. Das war mir bis dahin unbekannt. Aber es war eine Tötung, es war ein Mord und das Motiv hatte offensichtlich sexuellen Hintergrund, sonst wäre ja kein Geschlechtsverkehr verrichtet worden. Uwe Krechel will mehr über seinen Mandanten erfahren. Wie wurde aus dem scheinbar introvertierten Mann
ein bestialischer Sexualverbrecher. Stanek H. wird am 31.12.1981 in der Stadt Ostrava, in der damaligen Tschechoslowakei, geboren. Schon früh merkt Stanek, dass er sich zu Jungs hingezogen fühlt. Mit 16 ist er zum ersten Mal verliebt. Mit einem Jungen aus der Nachbarschaft hat er das erste Mal Sex. Im Jahr 2000 klaut Stanek zwei Schachteln Zigaretten vom Chef seiner Mutter und schämt sich dafür. Kurz darauf verlässt der 18-Jährige sein Elternhaus, bricht die Schule ab und geht nach Prag, um dort seine Sexualität frei auszuleben. Er hat mir erzählt, dass er, ich meine mit 15 oder 16, erstmals gespürt habe, homosexuell zu sein, und habe dann, weil das ja wohl offensichtlich da in diesem Gurkenkaff, wo er herkam, nicht auszuleben war, dann den Weg in die schillernde Lustmetropole Prag angetreten und habe dort also in einem schwulen Club als Mädchen für alles, im wahrsten Sinne des Wortes, gearbeitet. Im Herbst 2000 lernt er in dieser Bar nach Feierabend den viel älteren Busfahrer Jens D. aus Deutschland kennen. Eine schicksalhafte Begegnung. Dann kommst du mit auf mein Zimmer und dann machen wir uns das da gemütlich. Mhm. Klar. Der war Schankwirt und Prostituierte, alles in einem. Und da ist jetzt der Busfahrer irgendwann mal aufgeschlagen mit einer Reisegruppe und hat ihn dann auf der Rückfahrt einfach schlichtweg mitgenommen und hat gesagt: Du kannst jetzt bei mir leben, wir sind ein Paar für die Zukunft. Punkt. Das ungleiche Paar zieht nach Königswinter bei Bonn, in die Nähe des späteren Opfers. Der Busfahrer Jens D. ist 27 Jahre älter als sein Geliebter. Aber Stanek hat sich verliebt und versucht zunächst in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Dafür besucht er einen Sprachkurs. Der junge Mann ist finanziell vollkommen abhängig von seinem Partner Jens D. Für den Deutschen ist der junge Tscheche nichts weiter als ein Sexspielzeug. Der hätte mir sicherlich leid getan, wenn die Geschichte gelautet hätte: Da ist einer aus Tschechien, in einer gewissen Existenzlosigkeit lebend, von einem deutschen Busfahrer. Ich meine, dass Sexexport aus Tschechien zu der damaligen Zeit stattfand, das war ja nichts Ungewöhnliches, sondern ein Massenerscheinungsbild zu dieser Zeit. Dann da mitgenommen zu werden, abends mit diesem wirklichen körperlichen Ekel da irgendetwas, habe ich meiner Fantasie erspart. Ich denke nicht, dass ihm das Freude gemacht hat. Dieses hier rumlungern hat ihm auch keine Freude gemacht. Guck mal, ich bin den ganzen Tag alleine hier. Und wenn du wiederkommst. Ja, und? Nichts. Ja. Wie machst du was mit mir? Bis dahin hätte ich gesagt, dem Mann muss geholfen werden. Aber dann geht's ja in die ganz andere Richtung und da gleitet dann mein Mitleid aber schon gen Null. Obwohl Stanek nicht wirklich glücklich ist in der Beziehung, bleibt er die nächsten Jahre bei seinem Lebensgefährten. Ab Mai 2007 arbeitet er als Reinigungskraft für Busse. Sein Arbeitsplatz ist das Gelände eines Autohauses, auf dem die Busse nach Dienstschluss geparkt werden. Genau hier wird der Homosexuelle das Mädchen 3 Monate später brutal vergewaltigen und ermorden. Stanek hat in Königswinter kaum soziale Kontakte, bleibt meistens in der Wohnung und spielt Computerspiele. Sein Partner lässt ihn immer öfter allein. Dalle, ich bin weg. Tschüss. Kurz darauf kommt es zu einem heftigen Streit mit dem Vermieter. Bei dem Angriff wird Stanek mit einem Messer verletzt. Genau so! Oh, Scheiße! Daraufhin beschafft der Tscheche sich ebenfalls ein Messer. Ein Klappmesser. Mit einer 10 cm langen Klinge, die spätere Tatwaffe.
In den folgenden Monaten wächst bei Stenek der Frust. Er hat seit Monaten keinen Sex mehr mit seinem Partner. Die Beziehung, die weitestgehend, ich würde fast sagen ausschließlich, von der sexuellen Singularität des Lebensgefährten bestimmt wurde, nahm dann irgendwann einen etwas kritischen Verlauf, weil der Lebensgefährte, glaube ich, hochgradig zuckerkrank war und auch sonstige Malessen hatte, impotent wurde und, oh Schreck, oh Graus, jetzt keinen Sex mehr haben konnte. Ob das auch für den Jungen schlimm war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sich in dieser Beziehungsphase wohl bei ihm ein Neigungsschwenker ausgemacht. Ab diesem Zeitpunkt entwickelt der eigentlich Homosexuelle Lust auf Frauen. Er besorgt sich heimlich Pornos und Sexspielzeug. Der Angeklagte hat in dieser Phase klargestellt, dass er in eine Phase der sexuellen Orientierungslosigkeit geraten sei. Er habe plötzlich gemerkt, dass wohl auch Frauen was für ihn sein könnten.